Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Merlin Plays Downblock 2. Ja, weiter geht's in unserer Höhle. Und zwar, ihr seht es am Boden schon, Awakened Draconian Block. Was machen wir heute? Genau, wir kümmern uns ums Essen. Nein, nicht wirklich. Wir kümmern uns natürlich darum. Und ich habe bis jetzt gesagt, wir haben ja unsere 8000 RF Protect-Maschine. Die funktioniert ja auch sauber, ist ja alles in Ordnung. Eigentlich hätte ich gedacht, das reicht auch. Ja, dann habe ich diese Rezepte gesehen. Fusion Crafting Core. Genau, wenn man da mal reinschaut, das wird noch gehen. 256.000 RF. Aber hier brauchen wir 4 Millionen RF. 256 Millionen, 2 Milliarden RF. Ja, das Ganze ist doch ein bisschen krasser, als ich gedacht habe. Deswegen braucht man einen sauberen Energiespeicher. Der Energiespeicher ist natürlich nur dafür gedacht, Energie zu speichern. Ja, wie blöd bin ich eigentlich? Ja, natürlich soll er Energie speichern. Was soll er sonst machen? Nein, er ist nur, oder wir bauen den nicht auf volle Größe. Wir wollen ja nicht den möglichst viel Energie speichern, sondern wir wollen immer genügend Energie sofort abrufbar haben für die Aufgabe, die wir gerade vor uns haben. Da aber der Raum jetzt, ja, also wie gesagt, es muss nicht volle Größe sein. Normalerweise bin ich immer großer Fan von so groß wie möglich. Aber in dem Fall würde ich mal eher so den Mittelweg einschlagen, denn wie gesagt, ich will ja hier nur so viel zur Verfügung stellen, wie ich eben gerade brauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Genau, ich muss kurz überlegen. Genau, wir müssen noch eins nach außen. Müsste hier sein, genau. So, mal kurz den Rahmen ausheben. Ja, falls ich heute ein bisschen komisch klinge oder was, ja, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Zahnschmerzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, kommen die Kopfschmerzen von den Zahnschmerzen oder kommen die Zahnschmerzen von den Nebenhöhlen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Naja, okay, aber um das geht's heute auch nicht. Wollte bloß mal nebenbei erwähnt haben, dass ihr auch Bescheid wisst, falls ich wirklich einmal ein bisschen down klinge. So, genau, dann nehmen wir da wieder unseren altbekannten Orange Concrete. Der ist auf Ornate, wunderbar. Genau, jetzt muss ich mal bloß irgendwo schnappen, das Ganze. So, und runter geht's. Genau, das Ganze ziehen wir jetzt ein bisschen größer. Dann machen wir da so ein orangenes Loch. Kann man so sagen. Aber das füllen wir natürlich gleich auf. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Orange Concrete. Machen wir nochmal 200. Sollte ja eigentlich recht flott gehen. Naja, ein bisschen dauert es doch. Aber okay, da müssen wir jetzt einfach kurz abwarten. Beziehungsweise, ich könnte hier schon mal anfangen, die Stabilizer zum Setzen. Genau, wir haben 3x3 und 1 oben drüber. Okay. Dann passt auch die Größe des Raums soweit. Wunderbar. Genau, und mittlerweile sollte auch der Großteil von dem Orange Concrete fertig sein. Wunderbar, das denke ich reicht uns mal für den Anfang. Kurz noch umschüsseln. Wunderbar, okay. Und dann Exchange. Sehr schön. Wo waren wir? Da waren wir. Dann noch die 4. Ja, vielleicht auch an den richtigen Platz. Ja, sinnvoll. Die Frage ist, ja, das kann man sehen. Egal, dann machen wir jetzt auch das orangene Zeug dahinter. Das ist einfach nur, dass optisch ein bisschen was besser ausschaut. Dass man nicht den Stein dahinter sieht, das wäre ein bisschen doof. Genau, den Boden können wir eigentlich auch austauschen. Da würde ich sogar den orangenen lassen. Dann haben wir halt da so ein orangenes Loch. So. Genau, jetzt müssen wir eins weiter noch. Jawohl, genau. Und hier kommt jetzt unser Energy Core hin. Genau, und ich zeige jetzt mal kurz,
welche Stufe das ich aufbauen möchte. Immer mehr auf Active. Genau, Tier 4. Haben wir quasi einen 3x3x3 Block aus Redstone und Draconium-Blöcke außenrum. Aua. Genau, das Ganze schalte ich allerdings wieder aus, denn das stört mehr, als dass es hilft. Nicht Orange, Redstone. Ja, damit. Wunderbar. Genau, das hüllen wir jetzt da einmal ein. Zack, zack, zack. Und so. Da drüben nochmal. Ups, ein bisschen schnell unterwegs wieder. Genau das gleiche. Genau, und jetzt brauchen wir noch die Draconium-Blöcke. Und noch nicht im Autocrafting. Wunderbar. Dann machen wir es einfach per Hand. Genau. Erste Seite. Zweite Seite, dann machen wir den Boden nochmal schnell fertig. Jawohl. Und den Deckel noch drauf. Genau. Nein, jetzt muss ich bloß schaffen, irgendwie nach oben zu kommen, ohne die Wand zu berühren und dabei abzustürzen. Jawohl, wunderbar. Okay, dann wäre der Kern soweit fertig. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch aktivieren. Dazu gehen wir kurz da rein. Schauen wir Tier 4. Okay. Ja, wunderbar. Perfekt. Der Kern steht schon mal. Genau, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Deckel, dass wir das Ganze abschließen können. Da würde ich natürlich auch wieder Boden Purple Glass benutzen. Wie groß war jetzt das Loch? Das war 5x5. Ja. Ah, na. Darf natürlich nicht vergessen. Wir müssen das Ganze ja da drum legen. Genau, da bleiben nämlich leider nur 24, sprich wir brauchen nochmal 7 Stück. Wegen dem einen letzten Block mal wieder. So, aber jetzt. Okay. Ab nach unten. Deckel drauf und fertig. Ah na, eine Sache habe ich noch vergessen. Wir müssen ja noch irgendwie die Energie rein und rausleiten. Haben wir die noch gar nicht gecraftet? Oh, oh, oh. Da habe ich wohl geschludert. Die müssen wir uns noch schnell besorgen. Und zwar brauchen wir ja auch noch die Energy-Pylonen. Sehr schön, bekommt man gleich 2 Stück. Genau, da brauchen wir noch 2 Glas dazu. Genau, dann möchte ich noch was machen. Und zwar von RF-Tools den Information-Screen. Genau. Einer würde reichen, aber ich denke, wenn wir jeweils einen drauf machen, sieht besser aus. So, und dann würde ich sagen, wir gehen einfach da so ja, gehen wir daher. Genau, also einfach die beiden setzen und ein Glasblock, also wenn die Energy-Pylone über dem Mittelpunkt sind, dann muss der Glasblock drunter. Wenn die Energy-Pylone unter dem Mittelpunkt, also da unten irgendwo sind, muss der Glasblock oben drüber. Genau, jetzt klicken wir noch einmal auf die Kugel, dann haben wir hier den Input, es geht in, die beiden Pfeile gehen in den Kern rein. Und hier haben wir den Output, die beiden Pfeile gehen aus dem Kern raus. Genau. Genau, wie gesagt, einer würde reichen, aber ich denke, symmetrisch schaut das Ganze besser aus. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Deckel einmal zumachen. Genau, jetzt, wenn sich wer wundert, ja, das Ganze ist natürlich jetzt nicht an unserem Stromsystem angeschlossen. Das ist extra so. Also ich habe mir jetzt gedacht, ich werde dieses System und unser Hauptsystem getrennt lassen. Denn wir haben ja unser Hauptsystem, das ja auch das ME-System versorgt. ME-System, Pflanzen, alles und so weiter und so fort. Und ich möchte eigentlich nicht, dass wenn ich irgendwas hier crafte, dass mir ständig das ME-System ausfällt. Deswegen würde ich dieses System komplett getrennt lassen.
Und dann legen wir hier unten drunter ein Kabel hin und machen wir eine extra Stromversorgung. Aber das ist jetzt nicht das Thema der heutigen Folge. Denn heute geht es um Draconic Evolution. So, erst einmal das Inventar wieder ein bisschen ausleeren. Ja, das kann eigentlich auch weg. Das kann weg, das kann weg. Genauso wie das hier. Genau. Und wir haben auch schon die Wither Skeleton Soul. Genauso wie Cave Spider Soul haben wir ja letztes Mal schon. Zombie und Creeper Soul. Die war ja interessant für uns. Aber wir haben leider noch ein kleines Problem. Ich zeige euch das einmal kurz. Wo haben wir denn? Na, wo ist er? Da ist er. Genau. Wo steht's denn? Muss ich es anders da tippen? Genau, hier. Wir brauchen ein Drachenei. Und ohne das Drachenei können wir den Spawner nicht bauen. Und ohne den Spawner können wir natürlich, bringen uns die ganze Soul nix. Deswegen packen wir die Soul währenddessen nochmal ins System und kommen später darauf zurück. Jetzt schauen wir mal kurz ins Questbook, wo wir denn da waren. Okay, das wie gesagt, das vertagen wir auf ein anderes Mal. Okay, dann würde ich sagen, wir kümmern uns mal darum, dass wir mal die Basic Crafting machen können. Genau, gehen wir nochmal auf Draconic Evolution. Genau, dann schauen wir mal, wie wir überhaupt zu den Stärksten kommen. Okay, die müssen wir quasi da drinnen überarbeiten. Die genauso. Sprich, wir brauchen erst einmal die. Und dann brauchen wir da jeweils 8 Stück. Was können wir dann noch machen? Brauchen wir 7. Also ich würde das auf jeden Fall symmetrisch machen. So sind es bloß 6. Da machen wir lieber 9 Stück, hätte ich fast gesagt. Ja, machen wir lieber 9 Stück. So, dann schauen wir da mal. Na, wir brauchen ja bloß. Kleiner Gedankenfehler. Wir brauchen ja nicht 9, wir brauchen ja 8 insgesamt. Sprich, 6 auf einer Seite reichen vollkommen aus. Okay. Alles wieder zurück. Wir machen 12 Stück. Also 6 Stück auf jeder Seite. Das sollte dann für alles reichen. Wenn er den richtigen Stein benutzen würde. So, wunderbar. Okay, dann haben wir unsere 12 Stück. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wie das aufgesetzt sein muss. Ich platziere es jetzt einfach mal hierher und fertig. Genau, und dann brauchen wir natürlich auch noch diese Fusion Crafting Core. Okay, aber der ist leicht zum Craften. War kein Problem. Genau, den platzieren wir dann da oben drauf. Jetzt brauchen die allerdings noch Strom. Bedeutet, wir brauchen. Ich möchte nämlich da keine Kabel extra hinleiten. Deswegen würde ich das Ganze wireless machen. Okay, Tier-Draconic können wir also nicht machen. Aber die könnten wir zumindest machen. Genauso wie die. Wunderbar. Das waren erst einmal die. Ich mache jetzt einfach mal einen halben Stack. Ich habe keine Ahnung, wie viel das wir dann da wirklich brauchen. Wyvern-Cores. Jawohl. So, jetzt haben wir schon mal 20 Relais. Jetzt müssen wir das Ganze aber auch irgendwie. Mal schauen, wie funktioniert jetzt das Ganze? Ja, ich schaue mir das kurz an und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe mir jetzt ein bisschen schlau gemacht drüber und weiß jetzt Bescheid. Und zwar brauchen wir eigentlich gar nicht die, sondern wir brauchen, aber das ist kein Problem, denn die anderen craftet man aus denen. Wir brauchen einmal die Input-Output-Crystals
Und wir brauchen einen, wie heißt der? Wireless Energy Crystal. Oh, was fehlt denn da jetzt? Redstone-Blöcke? Ernsthaft? Naja. So, her damit. Genau, dann machen wir zwei davon. Und dann können wir uns den hier craften. So, und was wir dann allerdings noch brauchen, ist diese Wrench. Mal schauen, wie der Crystal Binder. Genau, so heißt das gute Stück. Jawohl. Genau, und das läuft jetzt so ab. Der kommt da seitlich ran. Genau, und der ist momentan im rechts unten Input Mode. Shift rechtsklick, Output, Input. Okay, hier bräuchte man theoretisch den Output Mode. Der soll ja das Ganze. Wobei, ich denke, da ist fast schöner. Genau, der gibt hier ja die Energie aus. Und wir brauchen den Wireless Crystal, der das Ganze. Haben wir da keine Mitte? Doch. Genau, der verteilt quasi die Energie auf die Maschinen oder auf die Items. Das müssen wir noch einstellen. Und der gibt es eben da nach oben. Im Moment würde ich das allerdings nicht so machen, denn ich habe ja gesagt, wir lassen diesen Kern extra, damit wir aber jetzt momentan trotzdem mal was machen können. Nicht nur dumm rumstehen. Wo bin ich denn? Da muss ich her. Genau, gehen wir mal kurz da hoch und packen den daran. Stellen den auf Output und jetzt müssen wir das Sneak Right-Click. Okay. Kann ich bitte da runtergehen? Dankeschön. Genau, jetzt sieht man es oben schon. Der wird jetzt mit Energie aufgeladen. Wow, da passen 16 Millionen RF rein. Nicht schlecht. So, jetzt schauen wir mal kurz. Shift-Rechtsklick. Okay, dann haben wir das wieder gespeichert. Jetzt müssen wir bloß einmal von hinten an die ganzen Teile ran. Da müssen wir sowieso so eine Art Wartungszugang noch bauen. Na, das können wir eigentlich gleich mal machen. Das mache ich natürlich dann noch schöner, ist eh klar. So, und jetzt klicken wir jeweils hinten auf die Maschinen drauf oder auf die Blöcke drauf. Das ist der falsche, den brauchen wir. Und somit haben die Energie. Genau, machen wir kurz mal eine Fackel. Und zwar Wireless. Das ist ja das Geniale an diesem System. Jawohl, das gleich machen wir da nochmal. Ich weiß nicht, es hat geheißen, man soll hinten draufklicken. Keine Ahnung, ob das jetzt unbedingt notwendig ist oder nicht. Aber an sich ist ja egal, klicken wir einfach hinten drauf und gut. Darf ich bitte da nach oben fliegen? Klicken wir einfach hinten drauf und gut ist. So, dann machen wir die Decke auch wieder zu. Genau, und jetzt machen wir noch was anderes. Ja, den kann ich leider nicht. Ah, okay. Wenn ihr den in der Hand habt, zeigt mir der das komplette Netzwerk an. Das ist doch auch schon mal schön. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze einfach mal aus. Gehen wir natürlich da schon langsam den Platz ein bisschen aus. Egal, packen wir es da rüber. Die können auch weg momentan. Genau, und dann schauen wir mal. Wir haben ja eine Quest. Ah ja, das können wir mal abschließen. Draconic Flux Capacitor. Können wir den jetzt schon bauen? Nein, da brauchen wir erst hier Wifern. Sprich, wir müssen erst einmal dieses Upgrade machen und dann klappt das Ganze. So, wir brauchen Wifern Core, Draconic Core und Draconium Blocks. Und zwar haben wir ja da 3, 6, 12. Ich würde sagen, wir machen noch einen weiteren. Dann kann man den immer austauschen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob man da mehr drauf packen kann. Ich denke, das werden wir gleich einmal sehen. Okay.
Und die da rein. Genau, und dann schauen wir uns mal das Ganze an. Sollte eigentlich so funktionieren. Genau, dann probieren wir das Ganze mal aus. Okay, da zeigt er mal die Rezepte. Kann man da eigentlich mehr als einen reinpacken? Ah, da kann ich gleich alle reinpacken. Machen wir da natürlich gleich mal 5 Stück rein. Genau, und dann glaube ich, braucht ihr noch einen Redstone-Impuls. Jetzt ist bloß die Frage. Ja, da bauen wir jetzt einfach schnell mehr Glock. Haben wir keine? Ups, hat keiner gesehen, dass der Block da ein bisschen anders ist. Sollte das eigentlich starten? Oder? Ah. Okay, ich hab die falschen gemacht. Halt das. Da, die brauchen wir. Genau, dann hätten wir wahrscheinlich den 13. gar nicht machen müssen. Jawohl. Jetzt funktioniert das Ganze. Sehr, sehr langsam, wie man hier sehen kann. Wahrscheinlich hat er zu wenig Energie, vermute ich jetzt einmal. Ja. Wie viel Energie braucht denn das überhaupt? Naja, 256.000, das wäre eigentlich noch ganz okay. Okay, da habe ich den Fehler gefunden. Der obere Crystal, also dieser Input-Output, war nicht auf Input, sondern auf Output gestellt. Jawohl. Nice. Ich war jetzt extra mal leise, weil ich diese Soundeffekte einfach nur absolut genial finde. Ich stehe noch mal ein bisschen lauter. Dann schauen wir mal, ob da noch. Aha, okay, also ich muss das dann wirklich rausziehen. Okay, da muss ich noch einen Hopper drunter packen. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir uns noch mal kurz eines an. Genau, das Aufladen geht ja ruckzuck. Ich liebe es. Ja, Entschuldigung, da muss ich noch mal kurz, da muss ich einfach kurz leise sein und muss mir das anschauen und anhören, denn ich finde das absolut genial. Draconic Evolution ist einfach optisch und soundtechnisch eine der besten Mods, wenn es auch immer ein bisschen OP ist, aber wie gesagt, optisch, grafisch absolut genial. Alleine der Energiekern, den wir unten gemacht haben und dieses Crafting-System. Einfach nur geil. Okay, damit würde ich die Folge hier auch beenden. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wie immer bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.